Hallo, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, mein Gott, Bad Pobak ist ganz schön gewachsen, meine Freunde. Ganz schön gewachsen. Polizei. Schön, schön. Oh Gott, sind das alles Müllwagen? Tatsache. Gut, halt doch Müllwagen. Ganz toll. Bisschen viel Müllwagen, hm? Diese Bahn ist nicht so optimal, glaube ich. Ich habe aber eine Idee. Das müssen wir allerdings vorher machen. Gut, die Bahn fährt von da nach da. Vielleicht habe ich hier Bahnhaltestellen. Warte mal. Bahn. Da wäre eine Haltestelle. Muss ich die wahrscheinlich verschieben? Kann ich die... Nein. Kann ich die einfach so verschieben? Oh. Hier ist eine Menge los. Mal wieder. Ha. Gut. Zwei Fahrzeuge sind noch drauf. Kurz checken hier. Hier ist alles... Okay, es ist der Ertrag. Hier ist alles okay. Hier. Die kommen da hoffentlich bald durch. 3, 4. Ja. 5. Wow. Oi. Oh. Ja, und... Okay, so, aber jetzt davon abgesehen. Straßenbahnlinie Dingenskirchen. Was bist du? Straßenbahnlinie Ecke Schirmingstraße. Alter, hier ist auch die Hölle los. Warum ist da jetzt wieder los? Heiligsblechle. Können wir das mal nach da verschieben? Ein Stückchen zumindest? Oh, kacke Mann. Routen. Ja, weiß ich. Bahn. Welche Linie bist du? Kann man da nicht sagen, okay. Ja, danke. Ich kann hier aber anklicken, dann sehe ich, welche das ist. Danke. Nein. Das müsste... Jetzt... Do your thing, please. Aha, geht doch so. Kann ich nicht? Ich will eine neue Linie für die... verschieben. Das ist gerade schwierig. Jetzt wird's geheiratet. Die ist das einmal. Und die kann ich nicht. Du bist. Kann ich die? Kann die nicht verschieben. Mist. Großer Mist. Weil, also wir wollen, ich will, also. Opa. Ich möchte gerne. Bahngleis. Und zwar würde ich es gerne hier lang verschieben, dass wir es nicht über die Straße lassen. Laufen. Dass wir nicht laufen lassen über Straße. Ihr wisst, was ich meine. Können wir das bitte gekurft haben? Das passt nicht. Können wir es dann dadurch schieben? Oh Gott, das wird... Hey. Das wird... dann machen wir es so.
Mama. Das Ding, aber konnte ich nicht gerade auch schon da... Äußerst nicht so cool. Darf ich dich verschieben? Warum bist du... Da hat sogar jemand verstehen. Manchmal machen die komische Dinge. Vielleicht geht er trotzdem. Wer weiß. Kann ich es eigentlich haben? Nein? Dann... Muss ich einen großen Bogen nehmen? Das gefällt mir gar nicht. Ich mag es, wenn die Strecken wenigstens halbwegs kurz sind. Vielleicht könnte ich sie auch in der Mitte splitten. Ja, das kann ich machen. Weil es ist, glaube ich, jetzt eine zweispurige. Nee, jetzt nur mit Auto. Wobei, ich kann sie auch trotzdem zweispurig machen. Ah, wobei. Nee. Oh, wisst ihr was? Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine sehr viel bessere Idee, Freunde. Wenn das Problem an einer oberführenden Straße liegt, dann führen wir die oberführende Straße nach unten. Ganz einfach. Freunde der Sonne. Easy schnell. Oh Gott, was habe ich getan? Autobahn mit Lampen, weil jetzt egal. Ja, du musst schon dafür nach unten. Halbwegs parallel. Danke. Also, naja, gut, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir können die Bahn jetzt anständig setzen. Bitte. Wobei. Bye-bye hier, die Bahn. Oben zu legen. Hier herüber. Um das Eck. Und dann hier hin. Na gut. Das gleiche gilt wie hier. Ja. Sieht witzig aus. Spaghetti-like. Mom Spaghetti. So, dann machen wir aus der Straße hier eine normale Straße mit Mittelspur, also ist zweispurig, ne? Also eher das so. Das gleiche gilt für den Abschnitt, sowie den. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Bahnlinien halbwegs umleiten. Beziehungsweise haben wir sie jetzt umgeleitet. Ich brauche auf jeden Fall da noch eine Bahnhaltestelle.
Okay, sie haben sich... Können wir jetzt bitte endlich verschieben? Ah, sie haben sich... Sie haben sich verschoben. Da ist eine Haltestelle in diese Richtung und da ist eine in diese Richtung. Ja, dann können die sich jetzt umsiedeln, sag ich mal. Cool. Da ist eine, da ist eine. Ja, perfekt. Okay, ich habe nicht gedacht, dass sie so klug sind. Also, weil ich letztens irgendwie ein Problem gehabt, dass plötzlich eine Bahnlinie abgeschnitten war oder eine Buslinie und die sich nicht selbst wieder gefangen hat. Das ist ja nice. So, jetzt sollten wir... Ich überlege gerade, ob ich die Bahn nicht dann hier rausführe. Weil jetzt haben wir das Bahn... Wobei, wir haben das Problem jetzt nur ein... Na, zweimal. Ich wünschte, sie... Ich wünschte, sie würden ein bisschen mehr auf U-Bahn umsteigen. Ohne Witz, das wäre sowas von besser. Aber irgendwie wollen sie nicht. Ich weiß nicht, warum die U-Bahn so unattraktiv ist. Bus, obwohl es geht. Wir haben 1000 in der U-Bahn? Ich bin überrascht. Das ist doch recht viel. Anscheinend vor allem hier. Sehr gut. Hier ist nichts los. Hier ist wieder ein bisschen mehr los. Bad Bällebahn 2. Okay. Naja, ein bisschen was passiert ja anscheinend irgendwie. Nur so, warte mal. Ich wollte gucken. Bei den Leuten, bei den vielen, vielen Leuten, die hier in... Wow. Guck mal, viele Leute hier im Park laufen. Das ist ja voll schön. Wow, so viele Menschen unterwegs. Das ist grandios. Die grüne Mitte boomt, Freunde. Die grüne Mitte boomt. Oh mein Gott, ich bin begeistert. Ach, das ist schön. Also, das ist super, das gefällt mir. So, ich wollte zu dieser Bahnhaltestelle hier. Ich möchte nicht die Straßenbahn, sondern die Straßenbahnhaltestelle. Da. Übersicht. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte. Wo gab's hier noch gleich? Oh Gott. Jesus. Manchmal finde ich nicht so ganz das, was ich finden will. Nun gut. Oh. Ein Hund. Reiseroute. Willst du mir nicht sagen, wo wohnst du denn? Arbeitsort? Dort und du arbeitest da. Also, wollen die gerade vor allem von hier nach da, in das... Also hier ist so vor allem das Arbeitsgebiet. Wo hier ist überall Arbeitsgebiet, ne? Also so ist ja nicht. Man hat's nicht leicht. Ich könnte... Nee, kann ich nicht. Oh Gott, hier schauen sich die Bahn. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Welche Bahnlinie ist denn das? Straßenbahnlinie 2. 2. 2. Straßenbahn. 2, das bist du. Nein, oh Gott. Falsche. Das wird... Alter Vater! Oh Gott. Was geht denn hier? Ich glaube, wir müssen ein paar Zwischendinger rauslöschen, habe ich das Gefühl. Das zum Beispiel. Also, wo steigt denn hier niemand ein? Hier ist niemand. Da, kann ich die einfach... Ich kann die nicht löschen, wa? Probleme über Probleme
Verlegen ziehen. Kann ich die einfach entfernen? Kann ich. So. Okay, dann habe ich die entfernt. Da ist noch eine. Da. Gut. Das haben wir schon mal rausgefunden. Das ist gut. Das ist gut. Zwei war's voll. Hier stocken wir gerade alle. Hier ist niemand. Wo genau ist niemand? Ich sehe doch mal Leute. Eng hier an Sambura. Ja, ja. Okay. Die sind auch ein bisschen zu eng. Zusammen. Freut nicht rum, Freunde. Wobei. Jimmy Fries coming to you from Studio 2. Whoa, whoa, whoa. Looks like someone's horsing around. So. Okay, machen wir okay, zwei eine. Okay, easy, easy boy. So wie. They'll play your favorite hits, give out great prizes, and laugh their way through your commute. Jimmy and the Stallion. Stable Entertainment. Steige Ort, sag mal. Das kommt weg. Stück verschieben. Oh, das ist alles Micromanagement, Freunde. This is Mars Official Radio with another letter from one of our listeners. Hey there, Pinup. What's up? You are so cool. Almost as cool as the music you play. Just so. Kidding. Okay. Would you like to meet up sometime? So? Maybe have a glass ja, of wine. Oh Gott. Ja. I feel that we could talk and talk and talk for hours and hours. Oh, weil es sind so viele Bahnen. Das Problem ist, sie passen gar nicht alle hier auf die Strecke. Ich muss weniger Bahnen nehmen, weil die Strecke einfach zu voll ist. Das gibt es doch gar nicht. Well, it's time for another song. Ja. Wo staut es sich? Da staut es sich. Es staut sich überall. Also die Bahnen stauen sich. Alter Vater, guck mal die Bahnen an. Das sind so viele Bahnen hier. Die stecken im Chaos fest. Oh, Baby. Chaos. Bahn, Chaos ist so das. Oh, Mann. Das tut mir schon ein bisschen leid, ne? Hier ist so kahl. Wir brauchen Bäume. Wir brauchen Bäume. Nehmen wir denn. Bitteschön. Oh, was ist hier passiert? Oh nein, ich habe die Autobahn in die falsche Richtung gebaut. Whoopsie. Entschuldigung, war keine Absicht. Ich wollte hier niemanden. Entschuldigung. Okay, in Bad Belle scheint alles ganz fresh and easy zu sein. Gut, hier hinten ist. Okay, es liegt anscheinend nicht an dem Gewerbegebiet, dass sie keine Waren kriegen, weil die kriegen nämlich auch keine. Nachbarschaftsladen. Was fehlt dir denn, verdammt? Eis. Was soll ich dazu noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo haben wir eigentlich unsere Bahn? Wo ist eigentlich... Wo ist unser Bahnanschluss? Hier, ne? Oh Gott, ist ziemlich weit weg. Sollten wir uns dringend mal eine Bahn anschaffen. Ah, wir können uns gerade keine Bahn leisten. Wann leisten wir uns die nächste Bahn? Mit 34.000. Da kommt auch Frachthafen. Oh, stimmt, wir könnten eigentlich auch... Ja, mal die Wasserstraße nutzen dann. Was haben wir denn? Flugzeug. Ja, wir hätten die Luftlinie. Zeppelinweg. Wäre sicherlich äußerst witzig, aber ich glaube, der Landeplatz dafür ist immer ein bisschen... Haltestelle, ne? Die sind gigantisch. Natürlich sind die gigantisch. Das ist Schiff.
Ja gut, Fähren brauche ich nicht. Seilbahn. Taxi, wir könnten... Stimmt, wir könnten... Taxi. Taxi-Depot bist du. Das könnten wir eventuell dann mal sogar... Weg damit. So hier hinpacken. Oder... Ja, hier hin. Taxistand. So, wir haben auf jeden Fall... Konnte man hier irgendwo sich anzeigen lassen, wie viele Menschen hier überall so stehen? Okay, ich muss nämlich wissen, von wo die meisten Menschen fahren wollen. Wobei es gerade Nacht, ne? Das Gebäude wird ja eh an hier. Und Ballungsgebiet ist hier. War vor allem diese Ecke. Und also wir haben da. Ich glaube, hier ist recht wenig los. Geht so. Ich würde eins sogar hier machen. Eins hier, eins da. Hoffen wir, dass die Leute die Taxis nutzen. Irgendwie. Das ist Depot, ne? Das ist... Okay, gucken wir, ob sie Taxi nutzen wollen oder nicht. Ich weiß es nicht. So, dann freue ich mich auf die Schifffahrt. Hafen. Frachthafen. Umschlagsplatz. Import, Export. In der Hoffnung, dass die Leute dann die Gewerbegebiete hier aus dem Frachthafen dann wenigstens ein paar Güter ziehen können. Wäre gut. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Das gleiche gilt für die Bahn. Jetzt ist keine Bahn hier, ne? In der Nähe. Nur die eine Linie. Jo. Und die ist genau außer Reichweite. Zu greifen da und doch so fern. Tja. So ist das. Hier fehlen die Arbeiter mal wieder. Wir könnten gerade mal hier vielleicht sogar ein Stück erweitern. Und eventuell... Ne, wir bauen hier noch eine Straße dann hin. Nicht unterirdisch, dann. Dann baue ich das zur Hauptstraße aus. Oder zu einer hauptartigen Straße. Sorry, Boys and Girls. Das ist der Feuerwachturm. Macht Sinn. Ja. Wollen wir die andocken? Ach, warum nicht? So, und dann Schlängeli-Längeli. Nach hier so. So. Bisschen leichte Gewerbe. Tante Emma Laden um die Ecke.
Ansonsten aber alles Wohngebiet, bitte. Müssen wir ein bisschen hin. Und sicherlich noch ein bisschen Wasser verlegen, nehme ich an. Ja. So, okay. So weit, so schön. Taxi? Hm. Naja. Naja, okay. Ja. Wir brauchen trotzdem insgesamt mehr Leute, weil wir die Stadt ja auch erweitern wollen. Das heißt, ich habe gar kein Demand. No Demand. Ich könnte hier dann vielleicht auch die zweite Straße. Kann man hier noch. Oh, das passt. Ob das passt. Möchte. Eigentlich sieht es schon ziemlich so aus, als wenn da jemand rauf möchte. Ah, oh, ja. Die Bahnen, ey. Oh Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh Gott. Whoopsie. Naja, so ist es halt. Nehmen wir hin. Das schon. Auch die Leute werden irgendwie transportiert. Das wäre gut. Hab ich eigentlich gute Einnahmen durch Nahverkehr oder eher scheißegal. Achso, habe ich ja gar nicht, weil ich gar keine Einnahmen mehr habe, ich Idiot. Doch, habe ich wohl. Nicht überall ist kostenlos. Na gut. Dann nicht. Habe ich nur hier, ne? Dann. Nö, passt schon. Apropos, passt schon. Strom? Sind wir noch gut dabei, ne? Ja. Weil wir lustigen Solartower und ich würde gerne generell ein bisschen mehr Solar bauen, weil die Dinger hier mitten im Wasser sind vielleicht eventuell ein bisschen zu viel, wenn wir dann in die ja, ich sag mal, Seefahrt gehen. Also, ne? Das können wir dann wunderbar hier anschließen. Mhm. Ist gar nicht angeschlossen am Stromnetz. Bitteschön. Uns alles da, ne? Ja. Sieht meine 34 Einwohner, 34.000 Einwohner und dann wäre ich sehr glücklich. Kannst ja hier nochmal probieren. Ob die wollen? Vermute nicht. Mal gucken. Sehr regnerisch heute. Hm. Darum erstmal einen Schluck Kaffee. Jetzt wird es Zeit für die Ecke. Wobei das nicht so geil ist. Nicht so geil ist zum Wohnen wegen der Autobahn. Aus Gewerbegebiet einfach mal ignorieren, dass sie eventuell keine Waren kriegen. Ist mir jetzt egal. Ich kann es nämlich jetzt gerade echt nicht ändern, Freunde. Ich habe es versucht. Bin gescheitert. Oh Mann. Können wir eigentlich hier noch Wohngebiet machen? Ich glaube, es wäre ziemlich hochpreisig. Bis auf da ist wahrscheinlich ziemlich laut. Bist du laut? Nicht laut? Was ist denn hier die Lärmbelästigung? Ist das Wind? Lärm. Oh. Ja, die sind laut. Könnten wir. Oh, hallo! Könnten wir aber umstellen. Gegebenenfalls. Hier ist sehr ruhig. Ist okay. So, dann wollen wir jetzt mal den Industriehafen, sag ich mal, aufsetzen.
Machen wir auf langsam. Also wir haben... Was brauchen wir dafür? Noch mehr. Frachtumschlagsplatz. Okay. Das ist der Hafen. Eine ausgehende Passagierverbindung. Das Meer. Was scheint über den Hafen? Küstenort. Hafen, wo der verfügbar ist. Ist denn hier irgendwo... Zugang zu einer Schiffsroute hat. Also kommt hier kein Verkehr durch, nehme ich an. Güter und schaffen Sie weiterhin von Ihren Industrie- und Kraftwerken herbei. Platzieren Sie den Frachtraum an der Küste. Mist. Da hinten irgendwo ist eine Linie anscheinend. Aber. Verdammt! Da hinten ist auch irgendwo. Da hinten ist eine! Ach du Heilige! Ja, das ist ja großartig. Das ist ja großartig. So ein Bockmist. Bockiger Bockmist. Ich wollte eh nach hier expandieren, ne? Das heißt, es wäre. Ja, danke, weiß ich. Ja. Da kann ich ihn hinbauen. Bumm. Dann haben wir jetzt hier sowohl Schienenverkehr als auch Hafenverkehr. Gut, 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 gut. Immerhin. Immerhin. Also, nochmal. Der Hafen. Der Hafen. Der Hafen. Machen wir den Hafen. Und den Güterverkehr. Können wir den auch direkt dahin ballern? Stimmt. Güterzug. Güter. Güter. Erstmal machen wir Autobahn. L-Autobahn. Dafür sollten wir, glaube ich, hier mal ganz kurz eine etwas größere Kreuzung hin platzieren. Die habe ich gebaut. Ich brauche aber sowas. Bitte. So, und die wird erst noch gebaut, die Autobahn. So, die können wir dann schön hier hoch hinführen. Hier hin. Dann hier. Daran irgendwie vorbeiführen. Oder so. Und dann irgendwie wieder zurückbauen. So. Wir müssen gerade anständig schieben. Welt. So, das überlege ich mir nochmal anders hier. Das sieht furchtbar kacke aus. Fürchterlich.
Obwohl, es geht eigentlich. Es geht, aber das hier geht eher nicht so. Ja. Bisschen wellig. Aber gut. Oh, schon besser. Schon besser. Okay. 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 Haben wir noch einen Anschluss an eine andere Autobahn? Nur das da. Ja gut, dann werde ich da wieder erstmal hinten Bogen reinbauen für die Leute, die es eventuell brauchen, weil sie sich verfahren haben und Idioten sind und nicht mehr nach Hause kommen. Entschuldigung. Stromnetz. So, ja, fangen wir doch. Ach ja. Der oberirdische Kreisel. Again. Kleiner, großer Kreisel. Wie soll der passen? Muss das so passen? Wunderhübsch. Wunderhübsch. Super. Super. Und jetzt an diese dann machen wir eine Einbahnstraße. Ist total okay. Ist total okay. Aber einfach ein bisschen größer. So ein ganz klein bisschen zumindest. Kann ich die nicht bitte? Ich will die aufwerten. Warum geht denn das nicht? Warum ist da immer nur so eine kleine Kackstraße dran? Das ist doch dumm. Dumm ist das. Frick. Na gut. Bist du doof? Du. So. Ja. Na gut, es gibt halt keinen Gegenverkehr, aber ist jetzt eigentlich auch egal. Ist ja jetzt eigentlich auch egal. So, wir brauchen einmal Wasser für das gute Gerät und einmal Abwasser. Wobei, wisst ihr was? So eine blöde Wasserleitung können wir auch eben drüber legen. Wir haben gerade ein bisschen Geld aufs Lager zum Glück. Nur an Strom. Strom, was brauchst du an Strom? Sagst du mir nicht? Dann bekommst du wahrscheinlich sowas hier. Family restaurant and not the abandoned train facility as a town. It's not safe for visitors and poses serious risks to anyone who dares enter that old mill, which was forced to close down years ago. And we ordered a sign in uniforms before the existence of that dangerous flour mill, so we are not responsible for what happened there on that awful night. We just want to focus on making great memories every night. So, jetzt könnten wir hier einen Bahnkreisel bauen und dann daran auch ein Bahn. Gut, bauen wir erstmal einen schönen großen Kreisel wieder mal. Yes, in comparison to the median Earthling, we are all very intellectually driven and rational.
Get over it. Ne, sonst kriege ich ihn auf den Abfahrten hin. So. Ich habe auch eine Einbahnstraße. Ja. Eine Breite? Nee. So eine reicht eigentlich auch. So, dementsprechend. Ziemlich gerade. Ja. Dann aufs Eck. Ich kann noch ein bisschen Industrie mit reinbauen. Und ja, so dann. Bahn, 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 Bahn. Güterzug. Verkehr. Wobei, wisst ihr was? Scheiß auf kleine Straßen. Wir nehmen gleich die große. Zumindest für diesen Abschnitt hier. Sonst kann ich das Ding wieder umbauen, wenn es denn mal mehr Verkehr benötigt. Kenn ich ja. Halt, stopp. So nicht, Freunde. Ups. Ja, schon besser. Ebenso. Soll mir recht sein. Ist mir West. Okay, Wasser. Angetappt und Strom. Brauchst du viel Strom? Ich habe nicht die geringste Ahnung, deswegen kriegst du mal hier ein paar von denen hingeplatscht. Reicht das? Ja. Sieht doch witzig aus. Macht sogar Licht. Wie schön. Wie schön. Oh, wow, 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 wow. Mhm. Das habe ich nämlich gemeint mit dem Warum zum Teufel darf ich hier nur so kleine Straßen hinsetzen. Hat ja wieder gut geklappt. Wisst ihr was? Ich, aber das macht es nicht besser, wenn ich jetzt hier mehr Straßen hinsetze. Warum kann ich diese eine kleine Mini-Straße nicht? Macht den Hafen wahrscheinlich auch nicht größer, ne? Gut, dann können wir jetzt, je nachdem, wie lang die Straße ist, wie lang die Schlange ist, eventuell noch einen zweiten hinsetzen, ne? Wow, es sind ganz schön viele Schiffe. Alter, Fahrer, ist das viel? Vielleicht setze ich wirklich direkt noch mal einen zweiten hin. Scheint sich zu rentieren. Und wie sieht das mit dem Güter? Güte? Güte, okay. Güte. Boom. Boom. Oh. Ist jetzt noch sehr gering. Kann ich überhaupt abbiegen? Ja. Also ich muss sagen, Bahnhof scheint zu boomen. Der
Güterbahnhof. Oh ja, kommen gleich so viele Schiffe. Das gefällt mir. Waren. Ich glaube fast, dass das jetzt unser Problem hier wirklich gelöst haben könnte. Dass wir jetzt die Sachen, ich sag mal, von Übersee bekommen. Und somit alle Menschen versorgt werden können. Oh, ist das nice. Ich wünschte, wir könnten einen Fluss uns legen. Hier einen Kanal nach da. Nee, das könnte hier alles überschwemmen. Das könnte ein Problem geben. Wenn ich hier einen Kanal lege. Oh, das wäre very risky. Very, very. Ich würde es gerne vermeiden. Okay, aber anscheinend hat sich soeben alles beruhigt, was wir an Problemen hatten. Kann das sein? Wir haben überall Arbeiter. Wir haben überall Waren. Der Güter, der Schiffsgüterbahnhof hat uns soeben einfach alles. Okay, der Friedhof ist voll. Können wir mal entleeren. Gut. Probleme, Lösung aller Probleme, eindeutig. Ein Güterbahnhof, nein, Güterhafen. Ein Hafen. Ein Frachthafen. Frachthafen. Lösung aller Probleme, Frachthafen. Nice, so nice, so. Warum haben sie es trotzdem nicht per LKW gebracht, ist die Frage. Ich weiß es immer noch nicht, aber der Verkehr scheint sich doch ein bisschen beruhigt zu haben hier vor allem. Das ist gut. Also klar, die Bahnen. Oh Gott, die Bahnen. Die Bahnen. Sorry, Bahnen. Habe ich nur diese eine Straßenbahn? Wo ist die U-Bahn? Das ist nur eine Linie, oder? Es sind zwei Linien. Sind es zwei Linien? Ich glaube, es sind... Welche Linie bist du? Nein. Na. No. Diese Linie. Oh, die mache ich mal farblich anders kenntlich. Wie wäre es damit? Das ist... Die Linie wird mal gelb. Oh ja, viel besser. Straßenlinie 1. Und Straßenlinie 2. Aha! Oh, das hat nicht funktioniert. Okay. Okay, wir haben noch zwei andere. Wo fahren die denn her? Die nacheinander sind immer die quasi parallel zueinander laufen. Achso, das sind einmal rechte Arschbacke und linke Arschbacke, ne? Ja. Okay, das ist natürlich dann scheiße hier, dass wir so einen Gigantoknotenpunkt hier haben, wo sich alle überschneiden. Wobei. Naja. Warum habe ich hier den drin? Warum? Warum kreiselst du hier? Wir haben doch keinen Kreisel mehr. Die beiden Bahnverbindungen immer neu. Die sind doch echt kacke gelegen gerade. Bahnlinie 1 und 2, die muss kurz weg. Das geht so nicht. Ja. Macht man sich gerade alle ärgern. Ja. Das ist blöd. Das ist blöd. So, nochmal. Die machen wir jetzt noch zu Ende. Diese Folge. Straßenbahn. Das ist total blöd gewesen. Da. 1, 2. Dann eine hierhin. Dahin. Dorthin. Dorthin. Hier ein bisschen auseinander, weil hier nicht so viel los ist. Da. Da und da.
da und zurück. Ja. Vielleicht ist da der Riesenmurks drin gewesen, weswegen die Bahnen hier so urewig brauchen, bis sie ankommen. Das kann sehr gut sein. Murks, wir hatten Murks. Kein Wunder, dass hier alles murksig war. Dann... Das sind die U-Bahnen. Dann lieber hier. Und zurück. Fertig. So, die sind dann die 7 und die 8, ne? Die werden jetzt mal wieder gelb. So, Straßenbahnlinie 2 und 4, die werden dann mal, ich sag mal, eher so pinklich. Und die Lila-Dinger will ich lieber bläulich haben. So, jetzt haben wir drei Linien, die ordentlich hoffentlich getrennt sind. So, gelb verläuft hier außen mit lang. Blau. Ah, halt, stopp. Du bist rechte Pobacke. Okay, und du bist... Du bist pink. So. Sortiert. Fertig. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir machen diesmal ein wunderschönes abendliches Bild vom vom Schiffsfrachthafen. Vom Frachthafen. Das heißt Frachthafen. Mein Gott. Frachthafen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!